Hallöchen, hallöchen. Und grüßt uns, unsere allerbesten. Und tollsten Zuschauer. Unsere treuen und untreuen Zuschauerchen. Ja, wir sind wieder in Satisfactory. Ihr seht's, bei mir nur Maschinen, Maschinen über Maschinen und Förderbänder. Wahrscheinlich wird's bei Tripo nicht anders aussehen. Tatsächlich nicht, nein. Tatsache. Also, wir sind wieder getrennte Wege gegangen. Ja. Obwohl ich immer noch dasselbe mache wie vorhin. Genau, und ich mache auch dasselbe. Ich baue nämlich hier das Logistikzentrum auf und ja, wir bringen immer mehr Förderbänder hier an den Start. Kam gestern schon die... Nee. Mittlerweile kommt hier Treibstoff an. Warum auch immer. Aber ist ja schön. Verpackter Brennstoff. Da kann ich wieder rumjumpen mit dem Jetpack. Bihu, kann alles verbrauchen. So, wir haben ja gestern drüber gesprochen, wie man diesen Nachschub aufrechterhält. Also bei den Raffinerien kriegt man ja mal zwei Endprodukte und wenn eins stockt, weil es vielleicht überproduziert ist, dann wird das andere auch nicht mehr abgebaut und produziert. Und das kann natürlich zu einem Riesenproblem werden. Und die Lösung lautet Shredder! Ich habe hier mal sowas zusammengebaut. Das ist, das funktioniert folgendermaßen. Es läuft hier unten rein in den industriellen Container und wird immer erstmal hier hochgesaugt in den anderen, der da drüber ist, über einen Lift. So, und da oben ist voll. Und sobald das voll ist, kann natürlich nichts mehr hochgesaugt werden. Dann wird es flumm darüber ab in den Schredder. Und so hat man keinen Stau, verhinderten Stau und ja, hier ist alles leer hier unten. Das wird einfach nur durch den Schredder gejocht. Super. Ich habe die einfache Lösung davon. Bei mir hier. Was? Ich habe eine Überproduktion von Kanistern. Ja. Dann habe ich hier einfach einen Splitter. Und der geht dann da, wo ich Kanister brauche. Da staudet sich natürlich. Und da, wo der Splitter ist, der geht dann zum Schredder. Direkt, instant. Also ich habe ohne den... Weil ich die Kanister ja für sonst nichts brauche. Weil ich sie direkt verschwinden, ohne sie vorher noch zu speichern. Ja, ja gut, das kann ich ja halt nicht machen. Nee, für ein Logistikzentrum ist das nicht. Ja, und ein Splitter nimmt ja mal die Hälfte weg. Ich weiß ja nicht, wir haben ja den Programmierbahn noch nicht getestet, oder? Gut, wenn denn natürlich die Produktion voll ist, also wenn du mehr ja, weil da geht dann mal gleich die Hälfte weg. Also musst du eine doppelte Produktion haben, damit die Produktion eigentlich produzieren kann. Ach, schwierig. Schwierig. Ich habe eine sechsfache Produktion. Okay. Deswegen. Da passt das. Da passt das auf jeden Fall. So, ja, wir haben ja, wie gesagt, noch ein bisschen weitergemacht. Ich weiß gar nicht, wann läuft das überhaupt da hinten an. Also der Tribun, der baut und baut und baut. Das ist so komplex, scheinbar. Es ist schon recht schwierig geworden. Wann kommen die Aalglatt-Dinger an? Du, da bin ich jetzt kurz davor. Ich muss jetzt nur diese eine Kupfermine, die ich hier irgendwo habe, anschließen. Ja. Um dann aus Kupferbarren und die Aluminiumbarren, die ich schon hier hinten produziere, und ich fliege gerade dahin, boing, 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 wumm, die produziere ich hier schon zu, und da ist die Produktion richtig hoch, da kommen 80 Teile pro Minute rausgeschossen. Bam. Verbraucht aber auch 240 Aluminiumschrott pro Minute. Boah. Aber ich produziere auch 240 Aluminiumschrott pro Minute. Ja, dann passt das. Nee, sogar 360 sehe ich gerade. Wow. Bam, bam. Ich habe hier, um das alles mal auf 100% zu kriegen, ist ein bisschen schwierig. Aber also, dass alles verbraucht wird, was ich produziere, aber... Also wir brauchen dann definitiv noch ein drittes Förderband zum Logistikzentrum. Ja. Weil zwei werden ja jetzt schon benutzt. Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Ich verstecke mich mal. Ich verstecke mich hinterm Schredder. Da hört man mich auch nicht. Weil es so laut ist. Aber wir haben schon wieder... Weil das, was eigentlich im Logistikzentrum ankommt, sind meine Müllprodukte. Also das, was ich nicht brauche. Ja, danke. 5 so Milliarden Tonnen Gummi, nee, nicht Gummi, Plastik, der Treibstoff. Oh, ja, aber halt. Gummi, siehst du, das muss ich auch noch holen. Ich muss noch Gummis holen. Wie war die Werbung? Ach, ich hab's vergessen. Was kosten die Kondome? Genau.
So, wir haben hier im Logistikzentrum auf jeden Fall, also ich habe hier weitergemacht. Was produziere ich jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Genau, Beton bringe ich jetzt her, mache jetzt hier die Stahlbetonträger in zwei Produktionsstätten. Der Rest, der hier nicht gebraucht wird, wird dann hier lang und runter gebracht, damit wir unten immer schön Beton haben, wenn wir ihn brauchen. Da oben laufen die überschüssigen Stahlträger lang. Und hier produzieren wir, das sind die verstärkten Eisenplatten, ich habe keine Ahnung. Irgendwas produziere ich hier noch. Oder war das schon oben? Ich wüsste ja nicht mehr. Doch, da oben? Ja klar, da oben ist er auch schon weit. Also hier unten in der Wüste hat sich einiges getan, auch wenn euch das nicht auffällt, aber es ist nicht mehr ganz so verrückt hier, weil vieles schon abgerissen wurde jetzt und umgeleitet wurde zum Logistikzentrum. Und es wird dann nach und nach alles wegkommen. Zum Beispiel hinten unser Plateau, da ist fast gar nichts mehr. Ah, genau, hier. Die ganzen Drähte. Ja, wir machen jetzt hier nämlich Rotoren, Statoren. Und daraus machen wir Motoren. Bam. Und warum kommen da... Also ich habe keine Überproduktion. Ah, 100% zeige ich dann. Alles klar. Genau, wir brauchen die ja eh für nix. Für nix, also... Ja, die laufen da einfach runter. Für irgendwelchen Bau brauchen wir das, glaube ich. Mehr brauchen wir da nicht. So, und die überschüssigen Stahlrohre, die laufen auch nach unten. Mal gucken, wofür wir die so brauchen. Und jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, was wir als nächstes machen müssen. Achso, wir haben noch was entdeckt. Leute, also wer es weiß, lacht uns nicht aus, ja. Wer es nicht weiß, der drückt einfach mal X. Jetzt. X. Oh, jetzt gibt es hier die Rezepte. Und alle Rezepte, die man freischaltet hat, findet man hier. Ja, man kann sie zum Beispiel suchen hier zu Beton. Ja, da sieht man hier die Beton- und Stahlbetonträger. Und wenn man alternative Rezepte hat, freigeschaltet hat, dann würde man die hier auch sehen. Zum Beispiel bei den Schrauben. Bei Schraube heißt die Schraube. So, da haben wir alternative Rezepte. 1. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Muss man nicht mehr auf meinen Blog gucken. Der ist eh nicht mehr aktuell. was diese Liste angeht. Und dann kann man sich hier alles raussuchen, was man freigeschaltet hat. Sehr, 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 sehr nice. Und dann sieht man, was man braucht. Cool. Und jetzt diese Turbotrad brauche ich ja auch noch hier. Oh, warte mal, wo gehen wir erst als erstes hin? Also Supercomputer ist Quatsch. Wir brauchen Pipa-Platinen zum Beispiel. Für Computer, genau. Computer brauchen Kabel, Kunststoff, Schrauben, Platinen. Okay, dann müssen wir Platinen herstellen. Brauchen wir Kunststoff und Blech. Blech ist da drüben. Das fährt da hinten irgendwo rum. Also ich sehe es. Das ist weit weg. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie viele braucht man davon. Reicht eine Manufaktur? Wahrscheinlich nicht, wa? Wahrscheinlich nicht. Ich will hier noch ein bisschen Platz lassen. Ich stelle das Ding jetzt erstmal hier hin. Kann ich ja nochmal abreißen. Bla, bla. Leggy. Platin. 15 Kupferbleche und 7,5 Platinen. Wenn ich jetzt ich hier für Computer. Bums. Brauche ich 25 Platinen. 25. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist viel. Also für Kupferbleche habe ich auch nicht. Eieieiei, na das kann ja ein Spaß werden. Ich wollte noch sagen, ich musste noch eine Quarzader anstechen, um mir genug Kieselerde zu bekommen. Weil man braucht tatsächlich mehr Kieselerde, als man produziert, als Abfall. Und man hat als Abfall auch einmal Wasser. Bin ich ja ganz stolz auf meine Idee. Und zwar benutze ich das Wasser, was ich hier als Abfall habe,
auch als Rohstoff, um überhaupt den ganzen Rohstoff herzustellen, die ich benutze, um den Abfall herzustellen. Klingt verrückt. Das, ja, klingt mehr als verrückt. So, jetzt kann ich eigentlich das komplette, die kompletten Kupferbleche hier rüberfahren. Brauche ich nicht mehr runterfahren. Ahahaha. Nee, das gefällt mir aktuell überhaupt nicht. Ich habe 120 Kupfer frei. Also werden wir erstmal Kupferbleche produzieren. Und wir brauchen, wie viel Kunststoff kommt an pro Minute? Oh Gott, das hört ja... Keine Ahnung. Das hört ja nicht mehr auf. Okay. Vor allem, wir kriegen ja Kunststoff von 2 Punkten. Na, ich meine nur deinen, weil der andere Punkt, der ist noch nicht verbunden. Also der erste Kunststoffpunkt. So, ich muss ehrlich gestehen, ich hab da nicht mitgezählt. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die einfach mal pimpe, aber das wäre ja eigentlich Quatsch. So, das sind 30. Aber ich habe ja hier auch nicht viele Platz. Das müsste ich ja nochmal. So. Das sieht ja nach Kupfer aus hier, doch. Im Dunkeln sieht es nicht so aus, so. Kupferblech. Strom. Ja. Genau, so. Dann haben wir 40. Ich brauche noch mal 20, dann habe ich nur noch 100. Dann muss ich mir hochschreiben hier. Dann habe ich nur noch 100 frei. Okidoki. So, und FIFA Fusinator. Nicht fallen, nicht runterfallen. So, die kommen alle dahin. Dann werde ich jetzt total verrücktes Zeug machen. Ich überlege, wie ich es am besten mache. Also sonst müsste ich jetzt alles wieder umbauen hier, damit das da alles rüber geht. Das werde ich hier. Und wie kommt hier raus? 120. Nee, alles. Ich guck nochmal, Teile. Ich brauche ja sonst für nichts Kupferblech. Glaube ich. Oder? Ich guck nochmal. KI-Begrenzer brauchen das auch noch. Alles klar. Dann machen wir hier erstmal den Splitter hin. Aber da werde ich nicht rüberkommen. Das wird nicht passen. Ach, das geht? Ist ja irre. Ja. Cool. Nein, jetzt leckt das auch noch. Oh, verdammt, nur eins. Gut, ich bin nicht runtergefallen. Blum, 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 blum. Sehr schön. Das machen wir. Sim, 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 sim. So. Power brauchen wir auch noch. Brauchen wir noch Power. Power, Power, Power. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann brauchen wir hier noch. Ach. Ich krieg's natürlich so hier. So. Was ist das hier? Ja, das passt. So, jetzt brauchen wir. Wir brauchen hier hinten sowieso mehrfach
Kunststoff, also können wir das gleich. So, auf was ich hier nicht rückwärts runterfalle. Nein, ich habe keine Stangen mehr. Ich habe keine Stangen mehr. Blum, 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 blum. 1, 2, 3, 400. Wie sieht so ein Platten aus? Ja, auch noch ein bisschen was mit. So. Und dann laufe ich mal wieder hoch. Stimmt, hier habe ich ja noch ja keine. Den laufe ich da halt hoch. So, genau. Na, wird doch. Da wird da, da alles. Das sollte ja eigentlich nur temporär sein. Jetzt. Naja. Ah, ja, das kenne ich. Aber eigentlich ist es ja auch real. Ich muss es temporär machen, sonst wird es hier ziemlich verrückt. Mal Plastik. Plastik, da unten brauchen wir kein Plastik. Wenn, dann brauchen wir es nur weiter oben und auf der Etage. Ich werde dieses Konstrukt abreißen müssen. Denke ich. Aber dann wird. Dann wird das Plastik volllaufen. Werde ich das wahrscheinlich auch erstmal so treiben. Ja. Ja, das ist sowieso alles voll hier. Bup, 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 bup. Du, 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 du. Genau. So. Brauche ich da reichen MK3-Bänder? Das sind 270 pro Minute bei Kunststoff. Nicht, dass die Bänder nachher zu langsam sind. Es produzieren 16 Raffinerien, produzieren Plastik. Also Kunststoff. Wie bitte was? Ja. So, ja. Okay, dann muss hier mal das Aal glatt her. Und die produzieren 20 Stück. Nein! Wir fehlen. Wo sind sie? Hier müssten sie eigentlich sein. Nee. Wo ich die hin? Ach, da drüben. Ah! Diese Lecks machen mich wahnsinnig. Hast du das schon erwähnt? Achso. Oh. Warte mal, ich mach erstmal alle weg hier. So. So. Bin Kleto. Bin Kleto. Nein, leck. Schuld, Epic ist schuld. Achso, ich muss ja erstmal. Ne, hab schon. Jo, Logistik. Splittern wir mal. Jo, ich bin mal gespannt. Das wird zu. Ja, das wird zu steil. Boah, ich krieg die Krise mit diesem Spiel. Das ist schon gut.
bisschen übertrieben weit, aber passt schon. Passt schon, Splitter. Platin. Verlängern. Sagst du? Bin mal so frech. Sagst du einfach so. Ganz schön dreist du bist. Ja, ich weiß. So, jetzt haben wir 15. Wie viel brauchte ich? 22? Okay, ist schon klar, dass ich hier nicht immer zuhöre. Ja, ich kann dir auch nicht zuhören, deswegen ist das ja immer so lustig mit uns beten. Warte mal, 11, dann hau ich hier auch noch eine rein, so, damit es hier gleichmäßig ist. So. Ich könnte ja auch noch einen dritten Manufaktor hinstellen, aber das möchte ich jetzt nicht. So, dann brauchen wir also insgesamt 44, Gut, das wird natürlich nichts. Dann brauchen wir mehr Kupferblech. Oh, das staut sich jetzt schon alles, wie verrückt. Dann mache ich wohl mal erstmal da Spezial Awesome Schredder. Oh, ist der riesig. Wieso ist der so groß? Also die Leckerei wird echt immer schlimmer. Gut, wir bauen ja auch immer mehr hier hin. Ja, warum soll das lenken? Guck mal, wir haben ja keine Performance-Probleme. Ja, das stimmt auch. Das sind Server-Probleme. Epic, Kacke. Ich teste es, wenn es auf Steam kommt. Dann hole ich mir das auf Steam und dann testen wir das. Und dann werden wir es ja sehen. Wenn das da dann auch so ist, dann sage ich nichts mehr. Doch, dann sage ich noch Spiel. Nein, ist super. Ach, guck euch das an. Das sieht doch total cool aus. Total chaotisch, irre. Schön. Ach, schön. Ach, schön. So. 40 Konstruktor. Warum ich denn hier noch... Ah, da ist noch ein Strommast. Sehr schön. Das sieht doch hier. Das sieht immer neu hin. Oh, ich bin begeistert. Ich bin so begeistert. Ja? Die Aalglatt-Produktion läuft gerade an. So, jetzt muss ich das nur noch nach Hause bringen. Genau. Steckt's dir in eine Tasche, lauf her, gib's mir, dann nimmst du wieder zurück, machst wieder Tasche voll. Oder? Oder ein Förderband. Über Kilometer. Oh nein, ist. Oh, ich hasse das. Irgendwann passiert's. Im Flug dieses Gelege. Ist ja. Ist nicht schön. Ich viere, warte mal, ich habe 100 Kupfer noch übrig. Könnte ich 5 machen. Aber wir brauchen ja auch noch andere Sachen. So. Das sind dann 20, das schreibe ich mir gleich auf. Also. Warte mal. Oh, habe ich noch? Habe ich noch 40 Kupfer frei? So. Kupferblech. Ich kann dir sogar Kupfer auch noch abgeben. Von mir hier. Ja, nee, ist klar. Aber ich hab Kupferbarren Überproduktion. Ja, nee, ach. Über 10 Kilometer bis auf dem Weg haben wir noch 10 andere Kupfervorkommen. Passt schon. Das passt schon.
So, eins. Dahin. Ich hätte jetzt theoretisch die ganzen Förderbandfusionatoren alle abreißen, einmal umdrehen, dass es dann hier rausgeht, dann geht es nur hier rum und dahin. Und dann hätte ich hier nicht über den ganzen Teich drüber. Aber das sah ich nicht. Dass ich das hätte machen können. Jetzt sieht man mal, wer das in mir ist, wie zu faul. Ja. Blub. Und oh ey, es fehlt mir gerade an allem jetzt. Ich bin schon das vierte Mal auf dem Weg, was zu holen. Das ist doch nicht ich kenne das Gefühl. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwo in der Mitte wird mir dann auffallen. Ah, guck mal, dir fehlen. Ich weiß nicht was. Ja. Ja. Ich habe Kabel geholt. Das ist ja wieder typisch. Ich habe ja mittlerweile alles hier. So, da lang, bitte. Ja. So. Bum. So, produzieren tut's nicht, weil hab doch keinen Strom da. Aha. Klick. Ich kann wieder meine Fördermasten nicht auf deine Fördermasten stellen. Ja, meine haben ja auch Adminrechte. Noch. Mich doch mal Blödsinn erzählen. Nein, das wurde. Nein. Blub. Sehr schön. Löbt. So, wie viel produziere ich jetzt? Ist eigentlich egal, weil. Reicht. Ja. Komm her. Große Verbindung. Wir machen das. Ja. Oh, wumm. Feuern sie hier durch. Sehr schön. Jetzt haben wir, warte mal, hier uns 3, 40, 50, 60, 70. 80 wäre optimal. Dann mache ich noch einen dran und dann. Dann bin ich beim Kupfer aber am Ende. Nee. Das lasse ich erstmal so. Das wird schon passen. So. Ich produziere Platinen. Platinen brauchen wir. Was brauchen wir Platinen noch? Teile, Platin, bla. KI-Begrenzer? Brauchen keine. So, wir brauchen die auf jeden Fall beim Computer. Platinchen. Und wir brauchen sie nicht beim Supercomputer. Highspeed-Anschlüsse brauchen die auch noch. Brauchen auch noch eine Platine. Okay. Also muss ich die Produktion hier noch erweitern. Später. Aber so passt es erstmal. Okay. Jetzt. Weil für was anderes brauchen wir Platinen nicht, oder? Also wir brauchen die unten in den Lagercontainern, brauchen wir die nicht. Kann das sein? Nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste es jetzt auch nicht, weil das ist ja nur ein Zwischenprodukt. Aber dann können wir uns nämlich wieder was sparen. Dann hier Bahnhöfe und so, die brauchen fertige Computer, Motoren. Ja, LKWs genauso. Okay. Ja, dann passt es doch. Dann kann ich jetzt hier wohl keinen hinsetzen, Fabrikator, weil der einfach mal so riesig ist. Gummi haben wir schon hier. Ach ne. Ist ja Quatsch. Gummi haben wir schon hier, was erzähl ich denn hier? Dann,
So. Da leuchtet alles grün, da leuchtet alles grün. Du heiliger Bimmer. Und da muss ich ja auch ordentlich Platz lassen. Also so ordentlich. Dass ja alles erstmal angekarrt werden muss. Der Sound jetzt. Boah, episch. Episch. So. So, soll ich mal Computer herstellen? Soll ich mich mal dran versuchen? Ja, warum denn nicht? Hat dafür brauchen wir doch den ganzen Quatsch. Nein. Doch. Oh. 25 Platinen. Ah, leckst mir fett, ja. Reicht nicht. Ist egal. So, warte mal. Plupp. Und Fusi. Der kleine Fusi-Mann. Fusi-Mann. Ja. Ah, ja. Sollte sich der Stau da hinten auflösen? Nee. Ich gehe. Hier habe ich. Nein! So. Ach, diese Licks. Wir machen das anders. Anders. Wir machen das hier. Was ist denn hier los? Hä? Die hat mir doch angezeigt, dass es passt oder nicht. Hab ich mich verguckt. So zeig ich das an. Wa? Na. Oh, Moment. Wir kriegen das hin. Ja. Fusi. Blim. So, und sollten wir doch noch ein bisschen mehr brauchen, bauen wir einfach hier noch eine hin. Brauchen wir eigentlich auch, aber egal. So. Strom klauen. So, produziere ich hier 360 und verbrauche hier 357,6. Ja, dann sollte der Stau nicht mehr so groß sein. Sehr schön. Zauber, Fidibus. Dreimal schwarzer Kater. Kunststoff. Ja, weil ich mir denke, ich komme wahrscheinlich eh nie wieder hoffentlich hier hin. Also muss ich alles, was stauen könnte, die Produktion etwas beschleunigen. Mhm. Ja. Das passt. Ist außer Kupfer, das ist scheißegal. Das ist nur eine Bahn. Vielleicht den nächsten Kunststoffverbraucher dran. Das könnte ich jetzt so machen. Nee. Wer weiß, wo das noch hinführt hier. Machen wir Splitterchen. Setzen wir das. So, das könnte. Wir werden das gleich sehen. Nicht genug Freiraum. Oh, Derät in den Manufaktor. Nein, da machen wir es unschön. Vor allem das Lustige ist, im Moment staut sich ja zur ersten Ölquelle ja das ganze Plastik. Ne? Da ist ja noch nichts an Verbrauchern dran. Mhm. Da hängen auch unsere ersten 3-4 Stromgeneratoren dran, die jetzt aus sind. Also wenn wir den Plastik verbrauchen, haben wir automatisch mehr Strom. Okay. Cool, oder? Ja. Verwirrung. Schrauben. Kabel. Verkabelte Schrauben. Ich muss Schrauben verkabeln. Juhu. So. Sehr schön. Welche nehmen wir? Wir. Ja? Ich hab nur gehupt. Achso. Man muss ja immer irgendwie mitmachen. Man muss ja immer mitmachen. Ich will noch nicht zu viele. Ich will mal. Gerät ist ein Schweller, ja. So, 100 und 150. Okay, da bin ich fast am Maximum. Dann habe ich ja hier noch 2x260. Dann nehmen wir erstmal die da die Schrauben hat. Flump.
Jawollo, warte mal, wir machen das hier. Ich habe immer mehr Bänder hier. Da. Da. Wird natürlich dann jetzt schwierig, 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 schwierig. Wir machen das. So. Ich weiß, wir sind schon wieder am Ende, so gut wie angekommen. Aber ich. Nein. Ich möchte wenigstens noch das zum Laufen bringen hier. Hm. Die Computerproduktion. Ja, lache nicht. Ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl. Jetzt nur noch diese eine Produktion zu Ende bringen. Ja, genau. Zack. Nur noch das eine. Das, nur noch das. Und es ist halb zwei in der Nacht. Ach ja, ganz schlimm. Da klingelt immer so früh der Wecker. Ich weiß auch nicht, was ich dem Wecker getan habe, dass der mich immer so malträtieren muss. So. So, das sind Schräubelchen. Das Schräubelchen. Das könnte. Ah, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem kommen beim letzten. So. So, ein Schräubelchen. So, jetzt brauchen wir. Die ersten Kabel. Wir haben ja bisher noch ja keine Kabel verbraucht. Wo sind die überhaupt? Ich bin gerade überfragt. Wo sind die Kabel? Bin ich jetzt doof? Ich muss mich mal hier. Ah, da. Da. Okay, das passt doch super. Kann man sich auch irgendwo hinstellen, wo man nicht mitgezogen wird? So. Förderbänder aufstellen ist immer ein bisschen doof. Das passt doch. Das ist ja Quatsch, kann ich doch hier. So, und dann. Somit muss es nicht sein. Da wird eben schon ein bisschen anders hier. Zack. Und wo will ich eigentlich hin damit? Fupp. Sag bitte, das passt. Nee, es passt nicht. Dann passt es da. Ja. Also jetzt wird es tatsächlich ein Tohuwabohu hier. Aber es wird. So. Ich ist einfach so, mal so. Das muss hier nicht schön aussehen. Irgendwann sind hier Wände dran und dann ist das echt mehr. Oha. Das ist ja knapp. Ich glaube, ich muss die Ebene hier etwas vergrößern. So, wir produzieren Computer. Ist das schön? Das ist ein Traum, schlichtweg ein Traum. Ja, na, du wirst es wahrscheinlich belächeln, weil du hast schon hunderte Computer gebaut für die ganzen Lift-Dinger und so, wa? Ja. Ja, immer so irgendwo zwischen, aber als dauerhafte Produktion ist das jetzt Premiere, ja? Soweit war ich bei dem ersten noch nicht und bei dem zweiten, beim Turm auch nicht. Und ja, jetzt haben wir doch, siehst du, Computer. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt nur noch KI-Begrenzer und Supercomputer. Und alles andere, was wir noch brauchen, habe ich vergessen. Nee, verdrängt. Supercomputer. Bräuchte ich jetzt 5 Stück, um eine Festplatte freizuschalten. Na, dann merkt ihr die Festplatte und dann. Ja, die ist unter meinem Aalglatt-Aluminium-Produktionsstätte. Genau, bring mal Aalglatt mit hier. Ich kann das Logistikzentrum schon da hinten in der Ferne sehen. Echt? Ja, ich komme hier sogar schon an. Träumchen.
Sehr schön. Gut, Leute, dann sind wir aber erstmal am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja. Das reicht. Genau, Computer, das reicht ja wohl für heute. Ja. Ja. Morgen machen wir Supercomputer. Oder übermorgen. Like, Kommentar, ihr kennt das ja. Abo sowieso. Und über Unterstützung sind wir auch noch froh. Und ja, sehr schön. Genau. Ihr könnt uns auch auf den Discord-Kanälen anfunken, genau, die wir irgendwo verlinkt haben. Ja, wenn wir es denn mal verlinkt haben, genau. Ich habe meinen sogar schon verlinkt. Na, ich will den noch ein bisschen ausbauen. Und so. Ja, bei mir gibt es auch nur einen Kanal, fertig ich aus, jeder kann reinschreiben. Ja, ein bisschen mehr Anspruch habe ich da schon. Ich mache zwei. Ja, jetzt gibt er wieder an. Hört ja. Das, Leute. Jetzt gibt er wieder an. Zwei Chats, das ist Gender-Chat. Ja, einmal für Mann, einmal für Frau. So. Oh, was ist mit Diversen? Oh, ey, sorry. Ihr vielen Diversen, die es in Deutschland gibt. Wir sind immerhin 86.000. Ihr kriegt auch noch einen. Und 5.000 haben mich davon abonniert. Fuck. Mir ist Zeug ausgegangen. Also jetzt nicht fuck, weil sie nicht abonniert haben. Sehr schön. Na nee, gut, bevor wir hier weiter drum quatschen, Niveau-Limbo lassen wir mal heute. Ich hab Rücken. Bis morgen. Bis morgen. Ciao.